Kann man Musik, die fertig gemischt ist, nochmal in ihre Einzelteile zerlegen und nochmal nachjustieren oder sogar ein Playback daraus machen? Früher nein. Heute jein. Wie es geht, dass es kostenlos geht und vor allem, wie es dabei klingt. Das schauen wir uns heute alles mal genauer an. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und ich gebe zu, die Anmoderation klang ein bisschen provokativ. Kann man Musik in ihre Einzelteile zerlegen? Früher tatsächlich überhaupt gar nicht. Heutzutage gibt es kommerzielle Anbieter wie zum Beispiel iZotope, die versprechen mit einem Tool, dass man Musik zumindest in 4 oder 5 Einzelteile zerlegen kann. Aber als ich neulich über das Tool Splitter gestolpert bin, die das kostenlos versprechen, habe ich doch gedacht, was da wohl dran sein mag. Dann habe ich jede Menge Kommentare gefunden, die sagen, ey, super funktioniert. Dann habe ich gedacht, das muss ich für dich doch da draußen mal einfach ausprobieren. Splitter ist aber kein echtes Programm, sondern ist im Prinzip nur die Basis eines Programmes, die die Plattform Deezer programmiert hat und die haben sie dann allen als freie Software zur Verfügung gestellt und man kann sich dann sein eigenes Programm daraus kompilieren. Klingt kompliziert, ist es auch, aber es gibt auch findige Leute, die daraus eine Internetanwendung gemacht haben, also auf der Basis eine Homepage programmiert haben, wo man dann quasi seinen Song hochladen kann oder bei einigen Plattformen, wo man sogar nur eine YouTube-Domain oder YouTube-Adresse eingeben kann. Und dann kriegt man quasi direkt die Einzelspuren ausgespuckt. Aber hier habe ich mich dann mal angemeldet bei der Plattform Moises oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Moises oder sonst was, Französisch vielleicht. Auf jeden Fall, diese Seite hat mir die beste Soundqualität ausgespuckt, die ich gewollt habe von den Einzelspuren. Und ich habe es dann tatsächlich mal ausprobiert. Habe mich hier also angemeldet, habe hier, das kannst du übrigens auch dann machen, ne, kannst dich hier kostenlos anmelden, habe mich dann hier angemeldet, so wie ich das jetzt hier auch mache und bin dann hier drin. Und dann kommt man auf eine Seite, wo steht Spur hochladen oder abmelden. Abmelden wollen wir nicht, aber Spur hochladen. Probieren wir es doch einfach mal aus und gucken mal, was Moises oder die Plattform für Splitter, also quasi aus unserem fertig gemischten Song macht. Ich habe hier mal meinen Song vorbereitet. Warte mal, kann ich das hier hochziehen? Muss ich mal Datei auswählen? Da, genau. Quickie geht immer heißt der Song. Habe ich vor Jahren schon mal veröffentlicht. Lustiger Song, wie ich persönlich finde. Quickie ist natürlich nicht das gemeint, was du damit meinst, sondern irgendwie eine schnelle Aktion oder mal, was man mal so eben schnell machen kann. Ist ein bisschen auch schon provokativ. Heute sind Provokationswochen. Ja. Okay, wählen wir mal den Song aus und laden das mal hoch. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Warte mal, wenn ich das umrechne. Ich möchte hier noch umrechnen. Hier kann man nämlich sagen, was man dabei raushaben will. Zwei Zweige, Gesang und Begleitung. Ich möchte Gesang, Bass, Schlagzeug und andere. Gesang, Bass, Schlagzeug und andere. Das heißt also, am Ende des Tages sollen 4 Spuren dabei rauskommen. Gesang, Bass, Schlagzeug und andere. Andere wird dann wahrscheinlich Gitarren und sonstiges sein. Und wenn wir das jetzt hier absenden, dann müsste jetzt ein Hochladeprozess starten, genau. Und wenn das jetzt zu lange dauern sollte, dann würde ich sagen, spulen wir mal ein kleines bisschen vor. Umwandlung ist abgeschlossen, dann können wir uns das ganze Ding mal runterladen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der Download geht. Hier kann man übrigens auch entscheiden, dass man herunterladen möchte in Hi-Res. Deswegen habe ich auch diese Plattform hier ausgewählt, wo man sich extra anmelden muss. Denn da kann man hier in Wave-Dateien runterladen. Bei anderen Plattformen habe ich MP3s gesehen, die sind vielleicht nicht ganz so cool. Aber wir nehmen mal größere Variante hier, laden uns das Hi-Res-Format runter und der Download wird gestartet. Wie nennen wir das Ganze mal? Nennen wir das mal Quickie-Spuren. Und laden das Ganze mal runter. So, und das startet jetzt. Mal gucken, wie groß der Download ist. Er lädt ein bisschen, er sagt nicht wirklich, wie groß das File ist, aber das können wir jetzt mal abwarten. Irgendwie 80, 100 MB. Sind 4 Spuren mal 30 MB. Ja, 130 MB ungefähr. Das hätte ich jetzt auch ausgerechnet. So, dann können wir mal gucken, dass wir uns die Spuren jetzt einfach mal in die DAW reinziehen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also Trommelwirbel. Ich habe hier in der DAW ja schon das Original drin liegen. Und jetzt ziehen wir mal die Spuren hier rein und gucken mal, was passiert. So, das sieht ja schon mal tatsächlich so aus wie das, was tatsächlich dran steht an den Spuren. Ne? Hier Bass, Drums, Other und Vocals. Das heißt, wir haben anscheinend, so wie das hier aussieht, die Spuren einzeln vorliegen. Vielleicht hat das Tool tatsächlich geklappt. Wir können ja mal einen AB-Vergleich machen. Ne? Ich lasse mal das Original erstmal anlaufen und dann schalte ich um zum zu den 4 Einzelspuren, die wir erstmal zusammen anhören. Mal gucken, ob es einen Unterschied gibt, wenn die 4 auseinandergerechneten Spuren zusammen abgespielt wird im Vergleich zum Original. Hören wir mal. War das zu kompliziert? Nein, das war nicht zu kompliziert, ne? Los geht's irgendwie mit dem Original. Super Wetter, doch bevor ich schwitzen geh, cruise ich lieber durch die Straßen, setz mich ins Café.
Ich hab eigentlich Zeit, da fragt die Maus, die mich bedient. Na, auf einen schnellen Kaffee? Ich schau sie an und grins und sag, Mann, oh Mann, das geht ran. Aber ein Quickie geht immer, yalla, hau die Hacken in Tee. Ich sag klar, und ein Quickie geht immer. Schön entspannt zieh ich mir das rein. Hab nicht viel Zeit, aber Spaß muss sein. Und deshalb hier mein Tipp für alle Gewinner. Ein Quickie geht immer. Also ganz ehrlich, jetzt habe ich keinen Unterschied gehört. Also ein bisschen in den Höhen, vielleicht ein bisschen filigraner der fertige Mix. Das ist ja schließlich auch ein Wave-File. Und hier die auseinandergerechneten Spuren klingen zusammen. Auf jeden Fall schon mal wie der komplette Song. Dann wollen wir mal reinhören in die einzelnen Spuren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also fangen wir mal mit dem Schlagzeug an einfach mal. Mal gucken, wie das Schlagzeug alleine klingt. Ah, okay. Also man hört schon starke Artefakte, aber es ist tatsächlich nur das Schlagzeug ganz alleine, ne? Okay, Bass. Also zum Raushören taucht es wahrscheinlich eher nicht, aber mal gucken, was hier Other macht. Also einzeln ist es nicht so mega geil, ne? Gesang. Kein Ding, ich bin immer fix. Oha. Mann, oh Mann, das geht ran. Oh, das ist okay. Aber ein Quickie geht immer. Jada, hau die Hacken in Tee, ich sag klar. Und ein Quickie geht immer. Schön entspannt zieh ich mit. Also die Vocals auf jeden Fall hat er relativ sauber rausgerechnet. Klar, man hört irgendwelche Artefakte irgendwie, also so Komprimierungsartefakte, wie man sie auch bei schlechten MP3s hört. Aber wie gesagt, wenn man alle vier Spuren zusammen abspielt, dann klingt es auf jeden Fall ordentlich. Dann gucken wir doch mal an, ob man damit vielleicht zumindest die Verhältnisse zwischen den einzelnen Teilen verändern kann. Also zwischen Bass, Schlagzeug, Gitarren und Gesang, weil das müsste ja dann eigentlich einigermaßen funktionieren. Machen wir mal den Mixer an. Und gucken wir mal, schiebe ich die Spuren mal ein bisschen zusammen, gucken wir mal, was der Mixer uns anbietet, wenn wir die einzelnen Spuren hier verändern und einfach mal die Mixverhältnisse ändern, ne? Gucken wir mal. Also wir haben hier Bass, Schlagzeug, Other und Vocals, Other, wie der Deutsche zu sagen pflegt, ne? Also hören wir mal rein und gucken mal, wie das klingt, wenn wir hier die Elemente verändern. Setz mich ins Café. Vocals leiser. Ich hab eigentlich Zeit, da fragt die Maus, die mich bedient. Na? Vocals lauter. Ich schau sie an und grins und sag, Mann, oh Mann, das geht ran. Aber ein Quickie geht immer. Yalla, hau die Hacken in Tee, ich sag. Machen wir mal die Gitarren leiser. Quickie geht immer. Schön entspannt zieh ich mir das rein. Hab nicht viel Zeit, aber Spaß muss sein. Und deshalb hier mein Tipp für alle Gewinner. Quickie geht immer. Bass leiser. In der Schlange am Bankomat, schnell mal bares Zupfen. Reißt mein Fahrrad. Oder noch besser, Bass lauter. Sie das Ding leer rupfen. Ab zum Schalter, Sachen Fuffi. Und wenn's schnell geht, macht nix. Sagt sie, ist kein Ding. Ich bin immer. Drums weniger. Oha. Mann, oh Mann, das geht ran. Aber ein Quickie geht immer. Yalla, hau die Hacken in. Keine Drums. Klar, und ein Quickie geht immer. Ah. Schön entspannt. Bisschen. Ich mir das rein. Hab nicht viel Zeit, aber Spaß muss sein. Und deshalb hier mein Tipp für. Und jetzt die Königsdisziplin. Können wir ein Playback daraus machen oder nicht? Ich bin ja mal gespannt. Wir ziehen mal die Vocals ganz raus. Alle Gewinner. Ach, also so richtig cool ist es nicht, ne? Also man kann die Vocals nicht wirklich zu 100% rausziehen. Man hört auf jeden Fall, dass da was fehlt, was rausgerechnet wurde. Also so weit ist die Technik dann tatsächlich noch nicht. Aber es ist kostenlos, es funktioniert im Prinzip und man weiß ja, die künstliche Intelligenz entwickelt sich weiter. Man darf also in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auf jeden Fall dann doch wohl erwarten, dass das irgendwann so weit ist, dass man tatsächlich sauber und artefaktfrei die Musik ummischen kann oder zumindest umgestalten kann oder sich saubere Playbacks erarbeiten kann. Wer hätte das gedacht? Also von meiner Seite aus Daumen hoch, auf jeden Fall eine schöne Spielwiese und wenn du Lust hast, das auszuprobieren, die Links sind unten alle in der Videobeschreibung. Schreib mir, was du davon hältst, wie du das findest, ob du das mal ausprobiert hast, ob du das mal ausprobieren willst oder ob du sagst, na, alles Kokolores, das lasse ich mal lieber an der Seite liegen. Keine Ahnung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann weiß ich, welche Ahnung ich habe. Nämlich, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück auf Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann hier schnell aufs nächste Video. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou. Ich spiele noch ein bisschen.